Hallo Braufreunde, ich bin Robert von Island Brew Mallorca und ich habe euch heute was mitgebracht. Gestern kam der Postbote und hat ein kleines Päckchen gebracht. Das klingt ein bisschen wie Lego. Kommt aus Russland von Bol Company. Das ist die Firma, die den iTap Flaschenfüller herstellt. Und ich bin mal ganz gespannt, was jetzt hier wieder drin ist. Also, lasst uns mal reinschauen. So, dann lasst uns doch mal schauen, was wir hier Schönes haben. Also, wie ich gesagt habe, kommt das ja von iTap aus Novosibirsk. Ah, okay, das sieht mir aus wie neue Version der Clamps, also der Adapter für die verschiedenen Flaschen. So, was haben wir denn hier? So, mal gucken. Sehr gut verpackt alles. Machen wir mal auf das Ding. Das sieht schon sehr spannend aus. Okay. Edelstahl dran. Was haben wir hier? Ah, okay. Das ist jetzt der Adapter für die 26 cm Kronkorkenflasche. Das ist die neue Version davon. Bin gespannt. Bin sehr gespannt drauf. Okay, das andere sieht ähnlich aus. Gucken wir gleich mal nach, was da noch, für was das ist, wofür. Schauen wir mal. Oh, das ist viel kleiner. Okay. Auch schön verarbeitet alles mit der Edelstahlplatte unten für alles Halterung. Es ist sehr gut, das ist der neue Adapter für die kleinen Flaschen oder respektive die Flaschen, die eine kleine Wulst oder kleine Lippe oben am Kopf haben, um die zu füllen. Und dann bin ich gespannt, ob wir das so gut hinkriegen. Tja, und jetzt sind wir in unserer Brauerei. Hier ist der Flaschenfüller, den ich hier rüber transferiert habe. Das ist der alte Adapter, den ich schon mal abgemacht habe. Und ja, hier ist der neue Adapter für die 26 cm Kronkorkenflaschen mit dem festeren Verbund unten dran. Bin mal gespannt, ein bisschen kleiner ist er geworden und sieht solider aus als das, was da vorher drin war mit diesem Plastik eingeklebt oder irgend so ein Zeug, was dir manchmal auch abgegangen ist. Wichtig hier, dass man vielleicht die neuen Stopper austauscht. Also ich habe die alten mal rausgenommen und habe die neuen hier schon reingebracht. So, und das sind hier die verschiedenen Flaschenformen mit den unterschiedlichen Öffnungen und Lippengrößen oben. Und das ist halt wichtig, ob wir die alle füllen können. Das probieren wir jetzt mal aus. Hier habe ich jetzt den neuen Adapter, den ich jetzt ranmache. Den Stopper habe ich schon gewechselt. Ist ein bisschen schwer draufzubringen am Anfang. Okay, es ist das erste Mal, dann probieren wir das ganz einfach mal. So, dann nehmen wir mal die erste Flasche. Okay, lass mal reinprobieren. Okay, lässt sich ganz gut festmachen, ohne zu überdrücken. Wir spülen erstmal ein bisschen das CO2 aufdrehen. Okay, sollte man vorher machen vielleicht. Und okay, also Flasche spülen mit CO2. So, genau. Und schließen, Ventil schließen, vorspannen und öffnen und jetzt nochmal über das Ventil den Fluss freigeben. So, läuft ganz gut. Es geht jetzt nicht darum, ob das jetzt perfekt hier gezapft ist, ob das perfekt abgefüllt ist. Es geht jetzt einfach nur um den Ablauf. So, hier mal eine weitere Flasche, das mal ganz im Schnelldurchlauf. Ist ein bisschen schwieriger reingegangen, aber sonst funktionierte auch alles ganz gut. Und ja, jetzt haben wir hier diese Vichy-Flaschen und gleich
sehen wir hier, funktioniert nicht ganz so irgendwie, funktioniert das nicht. Passt also so in dieser Konstellation nicht rein. Heißt also, da muss ich was ändern dran. Hier werden die Stopper jetzt ausgetauscht und werden umgedreht, damit wir mehr Platz haben für den Adapter. Und jetzt sollten eigentlich die anderen Flaschen reinpassen. Und wie ihr seht, super einfach kann man die hier festziehen. Genau. Gas, also die Flasche spülen mit CO2, schließen, vorspannen. Und dann kann man hier auch super gut das Ganze auffüllen. Ja, auch die nächste Flasche lässt sich in dieser Einstellung der Stopper besser füllen. Und auch die Steinle-Flaschen sind hier ohne Probleme einzuspannen und zu füllen. So, jetzt kommen wir mal zu den Flaschen mit der kleinen Lippe oder kleinen Wulst oben an der Öffnung. Für die war es immer nicht ganz so einfach, mit der normalen alten Version der Adapter zu füllen. Jetzt gibt es diesen neuen kleineren Adapter, der viel dünner ist. Und wie ihr seht, ist der kürzer gearbeitet als der für die normalen Flaschen. Und ja, dann tauschen wir den einfach mal aus und schauen mal, wie das Ganze funktioniert. Ich lasse jetzt auch die Stopper einfach mal in der gleichen Einstellung und diese Flasche auch ganz einfach einhängen da. Das funktioniert jetzt durch die Metallschicht sehr gut und auch hier ganz einfach die Flasche mit CO2 spülen. Dann das Rad schließen und die Flasche vorspannen mit CO2 und auf geht's. So schnell können wir auch diese Flasche füllen. Ja, liebe Braufreunde, zu guter Letzt vielleicht noch eine kleine Zusammenfassung. Die neuen Clamp Locks für den iTap Bottle Filler, Flaschenfüller, sind wirklich eine Bereicherung für das System. Viel, viel besser als die vorhergehende Variante und viel sicherer kann man damit arbeiten. Ihr habt das gesehen im Video, dass es wirklich sehr einfach geht, die einzuspannen, und wenn die dann einmal drin sind, da gibt es kein Rumgefummel und kein Rumgekugel oder wie auch immer, ob da irgendwo hier so eine Gummilippe drin ist oder nicht. Und ja, es hält definitiv fest und ihr könnt sehr einfach eure Flaschen füllen damit. Abhängig von der Art eurer Flasche, ihr habt das gesehen, es gibt welche, da sind hier oben die Lippen der am Flaschenhals ein bisschen anders. Manche sind einfach nur konisch, manche sind etwas rund, manche haben eine dicke Wulst hier oben, manche ein bisschen länger, manche ein bisschen kürzer. Da müsst ihr sehen, wie es reinpasst. Das kann man anpassen, habt ihr gesehen. Dafür gibt es diese Stopper, die in dem System vorne und hinten drin sind. Die muss man einmal so rum oder so rum machen und genau danach kann man die Größen anpassen. Das ist relativ einfach und sollte alles machbar sein. Wenn ihr Fragen dazu habt, kein Problem, schreibt mir eine Nachricht, ich antworte euch gerne dafür. Dann habt ihr noch mitgekriegt, dass es da noch einen zweiten dafür gibt, einen zweiten Clamplock, der ein Stück kürzer ist als der eine für die 26er Flaschen. Der ist natürlich auch für die 26er Kronkorkenflaschen gedacht. Aber der ist für die Flaschen gedacht, die eben hier, ihr könnt das sehen, diesen ganz kleinen Hals mit den kleinen Lippen haben. Und die konnte man vorher mit der alten Variante, konnte man die auch füllen, aber es war sehr kompliziert. Man musste einen größeren Gummi nehmen und die Stopper wieder drehen und entsprechend, manchmal war es doch nicht ganz dicht, das System dazu, und dann wurde es sehr schwierig. Mit dieser neuen Variante, mit dieser eingekürzten Version und eben auch mit der
Halteplatte aus Edelstahl hier unten dran, ist das super. Es hält echt toll fest, es ist einfach zu handhaben und es gibt überhaupt keine Kopfschmerzen zu diesen Flaschen. Also in der Zwischenzeit kann ich alle von diesen Flaschen nehmen und kann sie super gut füllen. Ihr habt das gesehen, es macht richtig viel Spaß. Ich habe heute jetzt mal nicht Bier gefüllt, sondern meinen Cider, den ich gerade eh abfüllen wollte. Und von daher, ihr könnt mit dem iTap Flaschenfüller alle Getränke füllen, die karbonisiert sind. Also ob das jetzt Bier ist, ob das Cider ist oder Kombucha oder andere tolle Sachen, sogar Soda, Lemon oder Limonaden oder was auch immer, ist alles machbar. Ja? Also ich muss nochmal sagen, diese Dinger hier, diese neue Version von den Clamplocks sind super. Habt ihr toll gemacht, Bull Company, muss ich sagen, Daumen nach oben. Kann ich nur jedem empfehlen, dieses System. Wenn ihr Fragen habt dazu, schreibt es unten in die Kommentarzeilen oder einfach schickt mir eine Nachricht. Ich antworte euch gerne. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich hoffe, ihr habt Spaß ein bisschen an meinen Videos. Und wenn es so ist, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Ansonsten würde ich mich auch über euer Abo freuen. Und ja, teilt doch gerne den Link zu dem Kanal, damit ein paar mehr Leute hier erreichbar sind. Bis dann und Happy Brewing!